Jo Freunde, was geht? Heute mal in einer etwas ungewöhnlichen Kulisse. Ich habe mir gedacht, heute drehen wir mal draußen. Heute sind wir mal so ein bisschen unterwegs. Heute geht es um das Q&A, was ich angekündigt habe. Ihr habt mega viele Fragen gestellt. Ich war so ein bisschen überrascht und habe mir gedacht, so, okay, hoffentlich passt das alles in ein Video. Aber ihr habt dann gute Fragen gestellt und ich denke, wird ein witziges Video. Übrigens auch nochmal mega krass, wie ihr geliked habt. Also 42 Likes auf das Video. Wegen der Sache des 48-Stunden-Videos. Das fand ich einfach mega krass. Ich habe so gedacht, so 20 Likes, yo, kriegen wir eventuell hin. Mega nice, also das wird auf jeden Fall kommen. Und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an diese übelste Welle von Abonnenten. Wir sind jetzt bei 364, jetzt gerade, wo ich das Video drehe, um, weiß ich nicht, 14 Uhr. Mal gucken, wie es heute Abend schon aussieht. Ich werde das heute auch direkt hochladen, wenn ich es geschnitten habe. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zu euren Fragen, die ihr mir gestellt habt, weil das ist ja auch der Sinn des Videos. Und meine Freunde, wie war mit meinen Startnummer? Die erste Frage von ExoPlaymaster: Kennst du The Fresh Prince von Bel Air? Ja, kenne ich tatsächlich. Habe ich auch eine ganze Weile geguckt und er wollte ja, dass ich mir irgendwie dieses Intro angucke. Ja, kenne ich tatsächlich und finde ich auch ziemlich nice, aber gucke ich halt nicht mehr, weil ich überhaupt keinen Fernseher mehr gucke und deswegen gucke ich das halt nicht mehr. Aber habe ich gesehen, kenne ich, ist nice. Die nächste Frage von Jacqueline Seido ist: Kannst du mal Agario spielen? Auf meinem zweiten Kanal, Laterle, wo ich so ein bisschen versucht habe, Gaming zu bringen, aber was ich irgendwie so ein bisschen verworfen habe, diese Idee, da habe ich Slither.io gespielt, das ist das mit der Schlange, für die, die es nicht wissen. Und lässt sich sicher mal machen, wenn da ein paar Leute drauf Bock haben, kann ich das bestimmt mal auf dem Kanal hier bringen. Einfach mal irgendwie 5-6 Runden Agario so versuchen, in die Top 10 oder so zu kommen, also lässt sich bestimmt mal machen. Nächste Frage von Sunny Girlie. Welche Kleidergröße hast du? Also bei Hosen habe ich eine 42-43 und bei den T-Shirts L und bei manchen XL, wenn es ein bisschen länger sein soll. Breiter Typ. Aber ja. So, nächste Frage. Bonolo fragt, was hast du für eine Schuhgröße? Ich habe eine 46, also manchmal auch eine 47, aber eigentlich eine 46 passt schon. Merle Fischi fragt, was benutzt du für eine Kamera? Ich benutze die Canon EOS 600D, das ist die Kamera, die auch gerade dieses Video aufnimmt. Nächste Frage von Tim Stuhl spielt: Magst du Joghurt und Alpakas? Ja, die Frage finde ich ziemlich dumm, weil das mit Ja zu beantworten ist, das müsste man eigentlich wissen, aber eigentlich mag ich Alpakas mit Joghurt. So, nächste Frage von It's Meme Ario. Hast du Geschwister? Tatsächlich habe ich 4 Geschwister, 3 Brüder und eine Schwester. Wie groß bist du, fragt Sunny Girlie. Das letzte Mal, als ich mich gemessen habe, vor, ich glaube, einem Monat oder so, war ich 1,87, aber momentan habe ich auch nicht wirklich eine Wachstumsphase, also müsste das immer noch bei 1,87, 1,88 irgendwo dazwischen sein. So ein Sackgang, der Typ, ne? Er ist nicht mal gesprungen, ja, wie diesem Weiberanwesen. Da hätte er mal richtig posen können. Irin Broody fragt, warum hast du schon Ferien und ich noch 4 Wochen Schule? Ganz einfach zu beantworten, weil wenn wir alle in Deutschland gleichzeitig Ferien hätten, würde es mega Stau geben. Und deswegen haben wir immer so ein bisschen versetzt Ferien, so, dass wir jetzt schon Ferien haben und dann ihr in ein paar Wochen, dass sich das so nicht komplett überschneidet. Weil sonst wären ja übel viele dann in Deutschland einfach mal nicht mehr da. Und ja,